Als nächstes haben wir die Jute Lieselotte aus Berlin, 66 Jahre alt. Ja, Lieselottchen. Und wir haben Barbara, 68. Was? Wir haben noch eine Ältere aus Flensburg. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, aus Indonesien, Freunde. Ich bin gerade in der Hauptstadt Indonesiens, in Jakarta, in Quarantäne. 4 Tage muss ich jetzt hier auf dem Hotel chillen. Danach geht's ja nach Bali, nach Lombok und so weiter. Es kommen auf jeden Fall krasse Sachen auf euch zu. Wenn ihr was davon sehen wollt, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. El Mago heiße ich da. Sehr, sehr wichtige Sache. Freunde, heute Abend oder gestern, ich weiß nicht genau, wann das Video online kommt, geht auf jeden Fall Germany's Next Top Model 2022 los. Ich habe keine Ahnung. Ich bin absolut kein Experte. Ich habe keine Ahnung. Also von Germany's Next, ist egal. Ich gebe einfach nur meinen Senf dazu. El Magi gibt einfach nur seinen Senf dazu. Ich hoffe, euch geht's heute gut. Wir starten rein. Okay, meine Damen und Herren. Wir gehen einfach, würde ich sagen, hier chronologisch durch. Als erstes haben wir die Laura B. Moin. Okay, Laura B. sieht auf jeden Fall sehr sympathisch aus, ist 20 Jahre alt und kommt aus Großenhain. Und dann steht hier so ein kleiner Text. Kommt auf jeden Fall aus dem Osten und sie liebt Pferde. Ja, sie will mit Pferden am Strand laufen, sie will mit Pferden gerne Fotos machen und sie will mit Pferden modeln. Okay, vielleicht sollte einfach dein Pferd bei Germany's Next Topmodel mitmachen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es hier unten auch dann noch so Clips und so weiter, aber die gönnen wir uns jetzt nicht. Das reicht von Laura. Als nächstes haben wir die gute Lisa Marie aus Hannover. City. Sie verbringt gerne Zeit in Cafés oder in der Küche, um Torten zu backen. Okay, auch ein krankes Hobby, Torten backen, feier ich. Wenn du Lust hast, kannst du mir ja mal eine leckere Torte vorbeibringen. Und sie will gerne in die USA reisen. Same, Digi. Da will ich auch gerne mal hin. Also, ja, aber werde ich vielleicht dieses Jahr auch. Mal schauen. Als nächstes haben wir die gute Jasmin aus Düsseldorf. Ihre Freunde schätzen besonders die Loyalität von Jasmin. Wäre auch schlimm, wenn es Freunde gäbe, die nicht loyal sind. Deswegen sind es ja Freunde. Also Leute, die nicht loyal zu mir sind, das sind nicht meine Freunde. Aber ist cool. Also deswegen, Loyalität ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich und ist definitiv eine coole Eigenschaft. Aber dann sind es nicht meine Freunde, wenn sie das nicht haben. Als nächstes haben wir die Amaya. Also Maya nur mit A. Okay. Aus Böblingen. Auch kranker Ort. Ich will Germany's Next Topmodel werden, weil ich einen bedeutenden Fingerabdruck auf der Welt hinterlassen will. Indem ich andere inspiriere und ermutige, genauso wie ich an ihre Träume zu glauben. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr tiefgründiges Zitat. Aber wenn du einen dicken Fingerprint hinterlassen werden möchtest, dann musst du vielleicht Bundeskanzlerin werden und nicht bei Germany's Next Topmodel mitmachen. Also es tauchen, klar, einige schaffen. Das ist wie bei allen Castingshows, ja. DSDS oder so, einige schaffen es irgendwie, aber das sind die wenigsten. Und einige tauchen einfach danach voll unter. Als nächstes haben wir die Kashmira aus Willenden. Oh, die Eltern kommen aus Sri Lanka. Auch nice. Sri Lanka ist, boah, da hätte ich auch mal Bock hinzureisen, Freunde. Aber wie gesagt, ich muss mich jetzt erstmal hier mit Indonesien zufrieden geben. Arroganz und Unhöflichkeiten kann sie gar nicht ausstehen. Ich auch nicht, Freunde. Alles, was ich hier auch sage, das ist alles Humor, Freunde. Ich bin ein ganz, ganz lieber Mensch. Und die Damen sehen auch alle sehr sympathisch aus. Und wünsche denen allen viel Erfolg. Okay, als nächstes haben wir die gute Inka. 19 Jahre alt. Auch krass, wie jung die alle sind. Und sie treibt gerne Sport. Aha, aha. Wäre auch lustig, wenn er stehen würde, treibt kein Sport. So, weil irgendwie so Germany's Next Topmodel ist relativ schwierig, weil die Figur muss halt stimmen, also die Modelmaße. Ah ne, muss auch nicht, ne? Das gibt ja alles in alle Richtungen. Ich glaube, ein Mensch muss einfach besonders sein, damit er bei Germany's Next Topmodel mitmachen kann. Aktuell ist die 19-Jährige im Kindergarten beschäftigt, die Arbeit mit Kindern sehr viel Spaß bereitet. Finde ich auch sehr cool. Als nächstes haben wir Laura W., auch 19 Jahre alt, auch schon nur auf dem Foto, krasse Ausstrahlung auf jeden Fall, sieht auch etwas älter aus, also positiv gemeint. Sie sieht, also ich meine jetzt nicht, dass sie alt aussieht wie eine alte Frau, sondern dass sie halt erwachsener aussieht so. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Also, dass sie nicht mehr kindlich aussieht. So. Also, ne? Okay, Laura, was hast du denn zu bieten? Reisen und neue Menschen und Kultur kennenlernen, ja? Bin ich auch gerade am Start. Ich möchte GNTM werden, weil es Zeit wird, dass ein Curvy Girl gewinnt. Digga, Laura, wo bist du denn Curvy? Also, ich sehe hier nur den Oberkörper, aber also, sie hat eine sehr krasse Figur, was man jetzt am Oberkörper sieht. Ich weiß nicht, ob das... Ist das die richtige Aussage? Also ich finde, also ihr Körper erinnert mich jetzt nicht an Curvy Model. Okay, als nächstes haben wir Christina aus Lübeck. Oha, auch Schleswig-Holstein. Ich komme ja auch Schleswig-Holstein ursprünglich, Freunde. Und seit 4 Jahren in Köln. Okay, die gute Christina. Die bringt immer gute Stimmung mit, ja. Die macht eine Ausbildung als zahnmedizinische Fachangestellte. Was sonst? Nein, ich finde, es ist unglaublich oft, also wenn ich mit jemandem rede oder mit einer Frau rede, dass die irgendwie gerade eine zahnmedizinische Fachangestellte in der Ausbildung macht oder so. Deswegen, Heidi stehen, ja. Okay, als nächstes haben wir die gute Anita. Sie lebt auf einem Bauernhof. Okay, sehr cool, sehr cool. Auch mein Heimatdorf, Freunde. Ja, war sehr landwirtschaftlich, also da haben mehr Kühe gelebt als Einwohner. Und ich bin auch früher als Kind immer auf dem Trecker vom Nachbarn mitgefahren und so, habe ich sehr gefeiert. Okay, als nächstes haben wir Luca aus
München. Luca hat drei große Leidenschaften: Mode, Modeln und Spiritualität. Also die geht gerne über einen Laufsteg und danach setzt die sich hin und meditiert eine Runde. Ach nee, ich will das nicht. Spiritualität, spirituell, was ist das, Meditieren und so, oder? Oder fällt darunter was anderes? Ich weiß es nicht. Karten legen? Nein, Spaß. Ich will nicht so viele Vorteile haben. Nein. Ja, meditieren tue ich auch selber. Deswegen muss ich da ganz leise sein. Luca sammelt Kristalle und glaubt an ihre Wirkung. Okay, Kristalle sammeln also. Welcher Kristall hat dir denn gesagt, dass du Jeremy Sex Topmodel gewinnen wirst? Es wäre echt lustig, wenn, wenn ihr einfach nur das in Kristall zugeflüstert hat und sie glaubt deswegen. Oder wenn das im Zitat stehen würde. Ja, ich werde Jeremy Sex Topmodel, weil ein Kristall mir das sagt. Okay, als nächstes haben wir Lenara, okay, aus Lingen, 24 Jahre alt. Sieht auch sehr sympathisch aus. Vom groben Gefühl würde ich sagen, sie passt ja eigentlich nicht ins Bild so von Germany's Next Topmodel. Aber Freunde, genau das ist ja das Ziel. Und ja, deswegen mal gucken, was Lenara so über sich sagt. Sie tätowiert sich selbst, okay, sie hat sich selber gestochen. Okay, krass, wie hat sie, also hier kann man das ja leicht machen, aber wie hat sie dieses Tattoo hier gemacht? Sieht denn im Spiegel so, okay, Respekt, Respekt. Als nächstes haben wir Luanne oder Luan. Luan, Luanne, wie auch immer. Ist in Monte Carlo geboren. Okay, also in sehr armen Verhältnissen groß geworden. Spaß. Monte Carlo ist halt nicht, also da wohnen sehr viele wohlhabende Menschen. Okay, jetzt sehen wir Julia. Ich bin seit 10 Jahren ein riesengroßer Fan von Germany's Next Topmodel. Ich liebe es, vor der Kamera zu stehen und okay, super. Hält mich jetzt um. Also, keine Ahnung. Ich kann auch gar nicht so jetzt genau sagen, wer mein Favorit ist, weil so, ja, du musst dir halt richtig in Real Life, so ein Text sagt halt echt nicht viel aus, Freunde, ja. Als nächstes haben wir Emily, auch 19 Jahre alt. Sie spricht 6 Sprachen. Was? Deutsch, Koreanisch, Italienisch, Englisch, Schweizerdeutsch und Französisch. Nice. Das ist krass, ja. Dafür war ich immer zu faul, um Sprachen zu lernen. Ich kann ganz gut Englisch, aber für den Rest bin ich zu faul. Ich habe 3 Jahre Spanisch, 3 Jahre Französisch. Ich weiß keine Wörter mehr. Ich weiß noch Ola. Diese Schülerin ist eine echte Chinesin, habe ich gelesen. Nein, Cineastin? Was ist denn eine Cineastin? Ich weiß es nicht. Interessiert für griechische Mythologie und liest gerne Bücher. Ich möchte Mädchen zeigen, dass es okay ist, so zu sein, wie man ist. Einzigartig. Ja, das ist cool. Also sie hat auf jeden Fall so... Wer schreibt in seinen Text rein, yo, ich mag Socken? Die anderen so, yo, ich bin offen und ehrlich und mach gerne was mit Freundinnen. Und sie so, yo, ich mag lustige Socken. Ich will in Seoul auf der Fashion Week laufen in Asien. Oh, ja, sie ist sehr einzigartig. Als nächstes haben wir Jessica. Auch so von der Ausstrahlung, glaube ich, echt Zeug dazu, weit zu kommen. Jessica würde gerne mal den Rapper Drake treffen, da er einen großen Einfluss auf die jüngere Generation hat und deswegen viel von ihm lernen könnte. Okay. Als nächstes haben wir Juliana aus Berlin City, die in jeder schlechten Situation etwas Gutes sieht und was Besseres daraus machen möchte. Und was machst du, wenn du eine Klippe runterstürzt? Eine 300 Meter Klippe, wenn du gerade am Runterstürzen bist. Wie siehst du da das Gute da drin? Freunde, bevor wir zu den letzten Kandidatinnen kommen, wir machen kurz die Grüße hinaus an die Margang Sanas Kanalmitglied, Berner Nieren Huis, an Mario Rösmann und an Charlie spielt Videospiele. Wenn du mir das Video auch grüßt werden willst, schreib einfach einen lieben Kommentar und mit etwas Glück bist du auch dabei. Als nächstes haben wir die Paulina. 32 Jahre alt. Ich glaube, ist bisher damit die älteste. Die gute Paulina sieht aber auch noch sehr jung und knackig aus, meine Damen und Herren. Ihre große Inspiration sind die Victoria's Secret Models. Aufgrund ihrer krassen Persönlichkeit und ihren krassen Mindsets. Ich will, dass man top sein kann, auch wenn man bereits in seinen 30ern. Ich finde es sehr traurig, dass die meisten ab 30 Jahre ihren großen Traum oftmals an den Nagel hängen, ganz nach dem Motto, jetzt ist es eh zu spät. Das ist wirklich schade, Freunde. Noella wünscht sich sehr, dass die Reise von Kongo nach Deutschland nicht umsonst war. Ich bin nicht Germany's Next Topmodel geworden. Jetzt bin ich umsonst nach Deutschland gekommen. Jetzt habe ich 80 Jahre in Deutschland gelebt und wurde nicht Germany's Next Topmodel. Ich hoffe, Deutschland hat auch sonst noch was Cooles zu bieten. Als nächstes haben wir die Jute Lieselotte aus Berlin. 66 Jahre alt. Ja, Lieselottchen. In der Musik kann sie ihre Gefühle besonders gut ausdrücken. Der 66-Jährigen ist eine gesunde Lebensweise wichtig und weiß die kleinen Dinge zu schätzen. Okay, das feiere ich sehr. Ich glaube, GNTM ist diesmal wirklich darauf aus, so egal auf Alter, Herkunft, Aussehen, Gewicht, es ist alles scheißegal. Hauptsache, man ist einzigartig. Man hat eine gewisse Ausstrahlung einfach. Und das finde ich cool. Okay, das haut mich gerade um. Krank. Viel Erfolg, Lieselotte. Okay, als nächstes haben wir die gute Kim. Okay, ich lese Victoria's Secret. Natürlich lese ich Victoria's Secret. Das lese ich in jedem Text. Unglaublich. Sie macht gerne Kraftsport. Okay, wenn Kim Lust hat, können wir mal zusammen Bankdrücken gehen. Okay, als nächstes haben wir die Pauline. 18 Jahre alt. Wow, das ist die jüngste, glaube ich. Ne? Oder hatten wir eine unter 18? Nee, ne? Weil ich glaube, es waren sogar in der letzten Staffel waren sogar 17-Jährige dabei. Ne? 18, okay, die Pauline. Pauline und ihre Familie sind Schausteller? Schauspieler kenne ich, aber es sind Schausteller. Als nächstes haben wir die Martina, auch 50 Jahre alt. Also ist, glaube ich, nach der Lieselotte die zweitälteste. Das ist neu, oder? Oder habe ich da irgendwas die letzten Jahre verpasst? Das ist neu, dass die auch Frauen so über 40 nehmen. Also über 30, glaube ich, war. Aber war schon mal eine Dame über 40 dabei? Ich weiß es nicht. Martina ist die erste GMTM-Kandidatin, die gemeinsam mit ihrer Tochter Luan antritt. Nein! Das Mutter-Tochter? Was? Okay, das ist sehr cool. Aber
Die beiden sind ja, die beiden werden ja ein krasses Team sein, denke ich mal. Krass wäre natürlich, wenn die beiden weit kommen so und dann auch irgendwann richtige Konkurrenten werden. Aber das ist, das glaube ich, das ist ganz neu, ja, dass die eine Tochter mit ihrer Mutter annehmen. Als nächstes haben wir Vanessa. Okay, Vanessa hat auf jeden Fall krasse Augen. 20 Jahre alt. Und die Meline. Okay. Viele Jahre war sie auch Cheerleaderin. Als nächstes haben wir Lena. Lena beschreibt sich selbst als lebensfroh und humorvollen Mensch, der manchmal etwas tollpatschig ist. Ja gut, jeder ist tollpatschig, oder? Gibt es Menschen, die von sich behaupten, nee, ich bin überhaupt gar nicht tollpatschig? Ab und zu passiert jedem etwas Tollpatschiges. Als nächstes haben wir Viola. Okay, Viola sieht auch sehr besonders aus. Hat pinke Haare und einen besonderen Haarschnitt. Für Viola hat der Tag definitiv zu wenig Stunden. Oh, für mich auch. Für mich auch. Auf die Frage, was ihre Freundin ihr zu schätzen, antwortet Viola schlicht ergreifend, ich bin ein Erlebnis. Okay, das kann gut sein, ja. Als Kind wollte Viola gerne Postbote werden, ich auch. Als ich ein kleiner Junge war, da habe ich wirklich in Freundebücher reingeschrieben, Traumberuf Postbote. Dann wollte ich Kranfahrer werden, dann Polizist. Ja, und jetzt drehe ich YouTube-Videos. Hat ja gut geklappt. Okay, als nächstes haben wir Vivian. Vivian hat auch krasse Augen auf jeden Fall. Und sie ist Russin, aber das sieht man, finde ich. Das hätte ich jetzt auf den ersten Blick auch geschätzt, dass sie irgendwie Russin oder Polin oder so ist. Okay, als nächstes haben wir die gute Wiebke. Wiebke spielt Basketball, okay. Basketball wird sie wahrscheinlich relativ groß sein. Ist ja so, die meisten Basketball spielenden Leute sind ja groß. Ist ja auch kein dummes Vorurteil, oder? Oh, steht hier auch so. Weil ich die erste Kandidatin bin, die über 1,90 Meter groß ist. Wow, also ich meine, als Frau 1,80 Meter groß sein ist schon sehr groß. Aber 1,90 Meter, die ist ja riesig. Also die ist größer als ich auf jeden Fall. Und wir haben Barbara 68. Was? Wir haben noch eine ältere aus Flensburg. Flensburg, Leute. Nähe meiner Heimat auf jeden Fall. Okay, ich nehme es zurück. Ey, das ist, also es gibt, glaube ich, keine Altersgrenze mehr bei Jeremy Strong. Nächstes Jahr haben wir eine 80-Jährige dabei. Geil, also auch, dass sie den Mut hatte, sich zu bewerben und gesagt hat, okay, scheiß drauf, ich mach das jetzt. Feier ich sehr. Skifahren, Wandern, Fitness, Yoga, spiritueller Tanz. Was ist denn spiritueller Tanz? Nein, okay, das sind nur Vorteile. Ich weiß nicht, was es ist. Ich möchte unbedingt als erste Frau mit 68 Jahren Germany's Next Topmodel werden, um allen älteren Frauen Mut zu machen und zu zeigen, dass Alter nur eine Zahl ist. Und das ist richtig. Das ist absolut korrekt. Alter ist nur eine Zahl. Ich sag euch ganz ehrlich, ich habe trotzdem ein bisschen Angst vorm Altwerden, ja. Aber es ist wirklich nur eine Zahl, also alles gut auf jeden Fall. So, als nächstes haben wir Sophie. Auch 18 Jahre alt, Freunde, also auch einer der Jüngeren. Im Punkt der Ehrgeiz gibt sich Sophie auf einer Skala von 1 bis 10 eine glatte 11. Okay. Größter Wunsch, GNTM 2022 zu werden. Okay, sie tanzt in der Verbandsliga, cool. Es ist mein eigener Anspruch, in meiner Modelkarriere erfolgreich zu sein. Zudem möchte ich meinen Einfluss nutzen, um jungen Menschen meine Werte zu vermitteln. Meine Werte oder gute Werte? Ich hoffe, es sind gute Werte und nicht nur Werte mit, du musst erfolgreich werden. Und als letztes haben wir, Freunde, die Anna Lotta. Hat auf jeden Fall auch richtig blaue, durchdringende Augen. Und sie mag Extremsportarten. Dann wird so, wenn irgendwas bei Germany's Next Topmodel mit so falschem Springen oder Bungee Jumping kommt oder so, kommt das überhaupt? Manchmal müsst ihr doch irgendwas Krasses machen oder nicht irgendwie oder in irgendeiner gewissen Höhe modeln oder so. Dann wird das auf jeden Fall ja zu ihr passen, Freunde. Ja, Leute, das waren auf jeden Fall alle Germany's Next Topmodel Kandidaten. Ich bin gespannt, was so in dieser Staffel passieren wird. Es ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial da. So diese Mutter-Tochter-Geschichte, die älteren Kandidatinnen und so weiter. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Könnte viel Zickenkrieg kommen, könnte auch viel Unterhaltung kommen, Freunde. Ich werde es auf jeden Fall nicht gucken, weil ich Germany's Next Topmodel grundsätzlich einfach nicht gucke. Aber ich wollte mir zumindest mal die Kandidatinnen angucken. Das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Elmargo reagiert auf die GNTM-Kandidatin, Freunde. Hier kommst du auch zu meinem Shop. Hier kannst du mich abonnieren. Hier ist diese zwei andere coole Videos. Check die gerne ab und dann sehen wir uns morgen in aller Frische beim neuen Video. Haut rein. Ciao, ciao. Euer Elmargo.